Nehme Geld. Meine Damen und Herren, eine prima Atmosphäre. Gutes Essen oder gutes Königpilz. Das ist dies der Tipp. Willkommen bei Franz Ganz, Programm 143. Franz Ganz, ein Kneipchen für Sie. Für Sie und ganz besonders für Sie, meine Damen und Herren. Franz Ganz, Open House, rund um die Uhr. Kommen Sie mal längs. Mama, diese fotzige Schreigeplatrine, jetzt aber diese mit Füßen getreten, in die Fresse geboxt, reingeknallt, die Faust in diese Visagen von Kreischmama und Jaulpapa, diesem Drucklehrer, diesem Meisterpasta, Unteroffizier, diese treten und boxen diese Arschlöcher und schreiben doch bloß nicht immer vom Ficken, da hat doch überhaupt keiner mehr Kraft für. Dankeschön. Zahlmeister, Zahlmeister, wo ist deine Heuer? Du weißt allein, so ein Tag Landgang, der ist teuer. Na, mein Mann, wirst du heute bleiben? Wo wird es dich in dieser Nacht sehnsuchtsvoll hintreiben? Zahlmeister, Zahlmeister, das weißt du doch alleine. Lange Nächte Einsamkeit schaffen unsere Träume. Na, mein Mann, das Geld sollst du dir halten. Dann kannst du später wiederum zu Hause was gestalten, zum Fußball gehen. Zahlmeister, Zahlmeister, das ist nicht zu verdecken. Ich will mein Zippelzappelding, das muss ich heute wegstecken. Na, mein Mart, geh nur an die Maschine und rede dir nicht Flausenlein von jeder dummen Trine. Zahlmeister, Zahlmeister, bin ich denn nur ein Raster? Maschinenhaft und funktional, ohne Trieb und Laster? Ja, mein Mart, du stehst bei den Sklaven. Wer hat eigentlich die Maschine? Kann ich mal kleinen Trick nehmen, Jan? Ficken ist lustig, machen wir. Alles muss gelernt werden. Bloß an der Stelle, da sind wir Analphabeten. Aber wir haben ja unseren guten Fußball. Mein Gott, jede Woche das Vergnügen ist klein, Mann. Auch nicht mit dir, Junge. Naja, hör mal. Wenn du so redest, bist du Faschist. Faschismus ist Menschenverachtung. Und mit der älteren, reifen Frau zu ficken, das ist eine unglaublich dufte Sache, weil du dabei deine Angst verlieren kannst. Zwei ängstliche Leute, ein ängstliches Mädchen und ein ängstlicher junger Mann, wie sollen die denn miteinander umgehen können? Das ist doch nur Wichsen. Das ist hier Volksaufklärung und Propaganda. Ficken ist Ökologie. Ich spreche fürs Leben. Unser Gast Borussia Dortmund, Eike Immel Nummer 1, Lothar Müller Nummer 2, Meinold Koch Nummer 3, Norbert Dürrmann Nummer 4, Herbert Hein Nummer 5, Miroslav Votava Nummer 6, Werner Schneider, Nummer 7. Manfred Burgsmüller, Nummer 8. Wolfgang Frank, Nummer 9. Peter Geier, Nummer 10. Und wer das nicht erfüllt bekommt, ich weiß nicht, wer ist bei euch schon Alkoholiker?
kann lachen, das muss ja wohl doch schon. Und wer raucht so, dass er das auch schon nicht mehr lassen kann? Und wer nimmt diese wundervollen Drogen wirklich, wo man denn so Himmel. Also ich war bei jungen Leuten und da habe ich auch Drogen, also haben wir Hasch geraucht und so. Und da sage ich, hör mal, ich werde offen wie so ein Loch da hinten und jetzt müsste ich ficken. Da haben sie gesagt, lass doch lieber's rauchen. So, ich muss jetzt, also ich könnte immer sabbeln, aber es ist einfach, ich möchte gerne auch, dass ihr versucht. Das war so, also ich habe die Helga einfach so, also das war auch so das, also ich habe Helga eigentlich auch nie verstanden, so, also so sie hing mir auf den Geist, sie hat immer so viel geredet und irgendwie sie kann auch so schlecht zuhören immer so und sie und irgendwie so, ja irgendwie so, also ich habe immer, sie hat immer nur ficken, ich konnte jetzt von irgendwie ja nicht mehr hören. So. Und dann war das irgendwie so, achso ja, und dann war das so, das ist ja jetzt, ja, auf jeden Fall bin ich wieder auf Helga so gestoßen so. Und dann haben wir so... Gestoßen? Ich habe sie getroffen. Aufgesucht. Aufgesucht. Ja, die Wörter. Und das ist, also das ist so, also so, na, wir telefonieren so halt oft so miteinander. Und seit... Ja, irgendwie so seit ich so mehr so versuche, so die Helga jetzt so in ihrer Gesamtheit so wahrzunehmen, also nicht mehr so zuhöre, was sie so sagt, so, seitdem habe ich so das Gefühl, dass ich sie eigentlich so viel besser auch so verstehe, so. Weil, ja, ich weiß auch nicht, ich glaube, das, was du vermitteln willst, das ist, glaube ich, gar nicht so mit Worten, oder das ist sehr schwer mit Worten eigentlich so zu vermitteln. Also einfach so dieses... Wieso, also mir ist das eigentlich auch noch nicht klar, wieso du sagst, dat, also so das Grund, also die Basis halt so die Sexualität ist so. Ob du dich mal traust, meine Brust anzufassen? Ja, die Leute sagen zu mir, Frau Götze, das Nähren verdirbt die Figur. Ach so, ich habe 7 Kinder immer ein Jahr lang genährt und ist ein bisschen wie Pudding, sage ich, aber manche mögen Pudding. Also ich habe jetzt Angst davor. Es ist schon gut, dass du es sagst. Es ist so, wir Frauen müssen ja unsere Probleme mit unseren Babys abarbeiten. Und die meisten Frauen sind nämlich so raffiniert, die funktionieren die Männer zu ihren Mummies um. Die Sexualität wird gekappt, kapp. Und dann dürft ihr Mummies sein für die kleinen Mädchen. Und wir müssen alle wieder hierhin zurückkommen. Ja, hör mal, und das ist einfach körperlich und das ist eine Substanz und wenn man die anfasst, ist es weich. Ich, alte Sau, Hure des Systems, Rollen und Ordnung, reibungslose Regie, Einüben in Wohlverhalten, Regeln, Information im Kopf, gnadenlos mitspielend. Büttel ist Büttel, Henker, Mutter, Ordnungsmaschine, Vater, Hampelmann, Kinder, Maschinen, aufziehen, laufen, 1, 2, 1, 2, rechts rum, links rum, sitzen, stehen, schlafen, scheißen, tick, tack. Uhren, Roboter, bis die Scheiße durch das Gehirn zischt und das Denken vergast. Dann setzen sich die Maschinen in Gang und überfluten die Welt ohne Gnade, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Vieh. Ich, alte Sau, Hure des Systems, alles Lachen erstickt in der Scheiße des Geregelten, da die Erde lebendig ist und keine Produktion von Rechenmaschinen. Ich bin Helga Götze, ich bin 58 Jahre alt. Ich habe 30 Jahre in einer Ehe gelebt und 7 Kinder erzogen. Und dann bin ich
1968 das erste Mal sexuell aus meiner Rolle rausgetreten. Das bedeutet, ich bin fremdgegangen, wie man das so schön banal sagt in unserer Sprache. Und dann habe ich von 1970 bis 1972 versucht, mir mehr sexuelle Erkenntnisse zu verschaffen. Habe mich in der Zeit auch sehr viel mit Psychologie auseinandergesetzt. Von 1972 bis 1974 habe ich angefangen, mich sozial zu betätigen, indem ich Drogensüchtig im Haus hatte. 1974 bin ich von zu Hause fortgegangen. Mein Mann hat seit 1972 eine nette Freundin und ich hatte das Gefühl, dass ich zu Hause Ordnung gemacht hatte und ich gehen konnte. Die jüngste Tochter war 16 Jahre alt. Ich habe zuerst als Putzfrau gearbeitet, um von zu Hause fortgekommen, habe mir meine eigene Ökonomie verschafft und habe in Kabarets Auftritte gehabt. Das ist schamlos zu Deutsch. Ich bin schamlos. Ja, wir wollten eigentlich jetzt mal auch schon darüber reden, wie wir das jetzt machen. Ne? Was wollt ihr machen? Ja, wie wir die nächsten Tage so gestalten. Eigentlich finde ich es ganz gut, dass der Richard jetzt noch nicht da ist. Dann können wir uns darüber unterhalten. Weil der muss nämlich babysittern, heute Nachmittag bei seiner Freundin. Ich hätte ja schon längst in so einem Wohltätigkeitsverein landen können. Ich war, die hätten mich gerne aufgenommen. Ich war ja dann in Neugraben auch in sehr vielen Vereinen. Ich war auch im Altenkreis, da haben sie mich dann auch rausgeschmissen, weil ich... Und zwar, da war ich in Italien gewesen. Und auf dem Rückweg bin ich im Zuchthaus gewesen in Bruchsal. Da kannte ich einen lebenslänglichen Zuchthäusler. Und dann habe ich denen da einen Vortrag gehalten über dreimal Frühling. Einmal Frühling in Sizilien mit Körperlichkeit, einmal Frühling im Zuchthaus. Und das fand ich ja pervers. Also Zuchthäusler von solche Abartigen. Und so, und das in, bei ihnen da in Altenkreis. So, und dann bin ich da auch rausgeflogen. Ja, es ist tragisch, was man so alles mitgemacht hat schon. Brauchst nicht mehr zu, jetzt habe ich nichts mehr zu sagen.
aber ich glaube, das kann ich hier so auslaufen lassen. Da meine Brust rot, Lippen rot. Schlimm alles, du, schlimm alles. Dämlich gemachte Mütter, das sind denn Aufklärer. Du malst alles mit demselben Pinsel, dann werden die Farben doch aber so unrein. Ja, Schwein, ja. Ich ein Schwein bin ich. Alles wird unrein bei mir. Hier, du hast doch hier noch andere. Nö, heute habe ich einfach Lust. Ich habe diesen Pinsel, da habe ich jetzt Lust. Ich hatte sonst so einen Pinsel und da sind plötzlich die Haare ausgegangen, den ich auch sehr mochte. Weiß nicht, wo der ist. Und jetzt im Moment mache ich diesen Pinsel. Weiß nicht, weil der ist so, da kann ich Striche mitmalen und da kann ich auch Flächen malen. Und wenn ich richtig Flächen will, dann nehme ich mir schnell diesen. Und diesen nehme ich eigentlich sonst bei den feinen Sachen. Aber heute bin ich einfach hierbei geblieben. Ich weiß auch nicht. Ich habe keinen. Dass ich mir nur sage, ich will das so oder so, das weiß ich alles gar nicht. Du hast doch vor einiger Zeit mal so von Macke so Bilder nachgemalt. Ja. Kirchner und Macke. Macke, die sind da hinter der Tür beim Ofen. Aber jetzt hast du nichts mehr kopiert. Doch, ich habe noch ein paar vorgemalt. Also bei mir ist es immer so. Manchmal will ich schöpferisch sein und manchmal will ich einfach, was man Zeitvertreiben nennt. Also im Moment häkle ich ja als Zeitvertreib. Und vorher habe ich die Postkarten gemalt als Zeitvertreib. So. Also wo ich einfach nicht weiter mir Gedanken machen muss. Und da habe ich so irgendwie für solche Zeitvertreibzeiten, da habe ich noch, als ich mir diese Bilder da aus der öffentlichen Bücherhalle geholt habe, da habe ich mir noch ein paar abgemalt, also für Zeitvertreibzeiten. Mhm. Diese Frauen, die du da malst, sind das alles ältere oder? Ne, eigentlich waren das jüngere. Das sind diese nicht richtig. Nicht so wie bei dem Gesundheitsdach. Nein, das sind richtig die Emanzipierten, die da. Schlimm sind die. Freundlich. Die sind gar nicht bloß Jüngere gewesen. Da war auch eine 60-jährige Dozentin aus Dänemark. Ach, wie so ein kleines Mädchen. Und wir Frauen müssen doch nur auch was für einen Frieden tun, nicht wahr? Und dann haben wir gleich einen Aufruf und jeden Tag wirklich 10.000, also wirklich so viel Zuschriften kriegen wir so. Und da habe ich irgendwie einen Zuruf gemacht und ich kann mich überhaupt nicht mehr besinnen, was das war. Sicher wieder irgendeine peinliche Sache. Und mit einmal, da war sie, also bitte reden Sie jetzt nicht dazwischen. Ich habe vor 2 Jahren, habe ich mal bei der Frauensommeruniversität ein Seminar mitgemacht. Wahrscheinlich von diesen selben Frauen, ne? Und da hat die hieß Dorit Kadurasoft, so hieß die. Und die hat erzählt, also ich bin 50 Jahre alt, sie ist klein und zierlich, sie hat einen guten Beruf, sie hat ihr eigenes Auto, sie hat ihren 17-jährigen Sohn bei sich und sie hat vor 2 Jahren Weihnachten ihrem Mann gesagt, und ich gehe jetzt. Tschüss. So, und in ihrem Kopf hat sie gedacht, ich sehe eigentlich gut aus. Ich bin überall, wo ich auftrete, ist immer viel los. Ich werde zum Beispiel mit der Sexualität, ich werde ja gar keine Schwierigkeiten haben. Und dann ist sie nach einem halben Jahr drauf gekommen, dass sie hin und wieder mal an der Theke in so einer Kneipe sich einen besoffenen Mann aufgeangelt hat und den mit nach oben genommen hat und der ein zweites Mal auch nicht mehr wiedergekommen ist. Und da hat sie gemerkt, sie kriegt gar keine Sexualität. Wo kriegt sie Sexualität? Sie kann 100-mal sagen, ich will geliebt werden, ich will ficken, ich will die Olle oder so. Wow. So. Kann kommen und dann wieder gehen. Ich meine, den Mike hast du ja auch nicht so ohne weiteres gehen lassen. Du hast ihn gehen lassen, aber irgendwie hat er auch das gespürt wohl, dass du ihn nicht gerne gehen lässt. Ja, ich will nicht immer nichts haben. Ich will schöpferisch tätig sein. Bei Mike konnte ich eine Weile schöpferisch tätig sein und dann war wieder alles abgeschnitten. Ich will mit meinem Körper und mit meiner Art, die Welt zu erfassen, will ich schöpferisch tätig sein. Ich empfinde dieses hier als, weiß ich auch nicht, es ist wie gesagt noch wieder der Schrei. Frauen stiften Frieden und das Wort stiften habe ich ja noch nicht, was das bedeutet. Meistens kommt man... Du kommst also gar nicht so sehr auf das Malen dann. Ja, ich will mir die Sachen erklären, klar machen.
Und mit dem Wort stiften, da habe ich mir noch nichts klar gemacht. Da muss noch ein ganz böser Hintersinn sein. Weil Frauen nämlich, die wollen das Fertige haben und das Fertige gibt es nicht. Und die Frauen müssen auch einen Teil Schuld auf sich nehmen. Die können sich nicht hinsetzen und sagen, ach, Männer schlagen ihre Frauen tot. Wir sind die Besseren. Sie müssen uns die Regierung übergeben. Wow, vor der Sorte Frauen, du, die ich kennengelernt habe. Wow, was der wieder für Fingernägel hat und die Schuhe hat er nicht geputzt. Und der will immer bloß das eine. Wirklich, Männer, diese Schweine, die wollen bloß das eine. Wir können doch zärtlich. Wirklich, wir wollen schmusen, nicht wahr? Heitschi, Pump, Heitschi, der Schorsch in dem Strom. Weil das sind die lieben Gänschen, die haben keine Schuhe. Der Schuster hat leider kein Leisten dazu. Wir haben alle kein Leisten fürs neue Leben. Und ich will den Leisten fürs neue Leben. Was ist ein Leisten? Ein Leisten? Es ist ja auch irgendwie ein Gerüst, so, wo der Schuh aufgezogen wird. Das ist ein Modell für den Schuh. Modell, siehst du? Und ich will auch ein Modell, wohin wir uns entwickeln. Also nicht einfach so dumm vor uns hin, sondern ich will ja auch wissen, wozu ich mich entwickeln will. Den Wahnsinn von Maschinen, von Kanonen und Proteinen und Maisglöckchen im Wald, die vergessen wir bald. So mehr weiß ich nicht. Das passiert aber in Trance. Ich glaube, ich war epileptisch, da habe ich mich nicht tief genug fallen lassen, aber meist wundere ich mich selber, was ich rausbringe dann. Vatertag, Himmelfahrt. Väter im Himmel mit lautem Gebimmel, die spielen sich auf und keiner kommt ihnen drauf. Die rüsten und schießen und reden und benutzen ihre Frauen und Kinder. Im Mai, die Erde wird frei. Die Erde und die Leute, die sind nur noch Beute. Bei jeglicher Spaß, da heißt es nur, was kostet denn das? Das muss immer kosten, das muss immer zählen. Und alle Gefühle, die sollen nur quälen. Und alle, die leben, den Wahnsinn erleben. Den Wahnsinn von Maschinen, von Kanonen und Turbinen. Und Maiglöckchen im Wald, die vergessen wir bald. Okay. Scheiß Vater, scheiß Himmelfahrt. So. In der öffentlichen Bücherhalle bin, dann gehe ich meist an diesen Tisch, weil ich da so Bücher verschiedener Fachrichtungen finde. Und manchmal habe ich ganz spezielle Wünsche und manchmal dann lasse ich mich auch anregen durch. Zum Beispiel hier habe ich heute dieses Buch über Jugendreligionen gesehen, Ursachen, Trends, Reaktionen. Und weil mich das an sich interessiert, ich werde das oberflächlicher lesen, weil ich eigentlich viel über das Thema weiß, aber es ist gut, wenn man noch mal eine Zusammenfassung hat. Und diese hier habe ich mir heute das erste Mal geholt, Beiträge zur Konfliktforschung. Da weiß ich noch nicht, was ich daraus bekomme, aber es ist sehr vielseitig. Zum Beispiel China in Afrika oder 60 Jahre Sowjetunion oder Flucht aus dem Kollektiv in kommunistisch reagierten Staaten. Und da kriege ich dann wieder Ideen, die ich für meine Emanzipationsarbeit brauche. Dann habe ich hier vorhin noch eins gefunden, was ich gut finde, weil da Bilder bei sind. Behinderte Kinder und Jugendliche. Und ich habe gerade hier in einem Buch gelesen, über wie schwierig das ist, wenn Elternarbeit in Kindergarten und Grundschule, wie schwierig das für Eltern ist, ihre gelernten affektiven Erziehungsmuster umzustellen auf naja, dass wir ein bisschen besser lernen, miteinander umzugehen. Und hier bei diesen kranken Kindern, da muss man ja wirklich aufs kranke Kind eingehen. Hier war so eins, wie ein Kind essen lernt. Mal sehen, ob ich das nochmal wieder finde. Hier, das Kind, das weigert sich bei der Mutter zu essen und ist die Therapeutin mit hingegangen. Und die Therapeutin zum Beispiel gesagt, es soll einfach mal mit den Händen essen, nicht mit Messer und Gabel. Das ist ein blindes Kind. Und durch dieses mit den Händen essen, kriegt es ein besseres Gefühl fürs Essen. Und mit der Zeit kann es sich eigentlich auch besser, realitätsangerechter, auch mit dem Essen auseinandersetzen.
Der Mike ist gekommen, die Gefühle schlagen aus. Da bleib ich so gerne im Bett und fick mich aus. Denn Gefühle, die haben unglaublich viel Schwung. Und wenn ich mit dir plaudere, wird mir unheimlich jung. Gefühle sind gefährlich, weil der Trieb und der Drang und das Brechen und Entfalten ist wie Sommergesang. Alle Blumen, die duften, alle Bäume stehen im satten Grün und mein Körper ist ein Teil davon und lässt sich selig mitziehen. Ei, die Wärme, ei, der Mai ist, ei, die Wärme und Bewegung, ei, berühren und tun, gibt so rasenden Aufschwung und bewegt das zarte Ruhen. Denn nur äußerlich die Körper liegen sinnlich und entspannt, aber innen, in Hirn und Herzen, ist ein Orgasmus angebrannt und der Körper, der löst sich und schwingt und jubiliert und er horcht tief zu dir hin und er schauert und vibriert und im Ausgleich der Spannung folgt dem Hoch ein Modulieren und so spüren sich unsere Leben als ein Geben und Verführen. Tabernakel und Jesus. Der guckt endlich die Möse an. Habe ich extra angefasst in der Höhe, dass ich das auch richtig male. Die Brüste sind ein bisschen hochgerutscht, aber das ist künstlerische Freiheit. Soll ich da... Also dieses Kleid, das habe ich gemalt für eine Neurotikerfete.
Und da habe ich gedacht, als die mich eingeladen haben, was, so die erwarten sich ja irgendwas. Und da hatte ich gerade dieses Bild gemalt. Und zwar ist das nach dem Buch Menstruation, Magie, Heilen. Und da habe ich so unglaublich weinen müssen, weil da so Frauen mal über ihre Geschichten erzählt haben, wie sie als Kinder und als junge Mädchen so gedemütigt wurden als Frauen. Und da stand, man soll mal in sich reinfühlen, wer seine Berater sind. Und mit einmal habe ich gedacht, ich will eigentlich Mutter Maria als Berater haben, die 2000 Jahre am Kreuz ihres Sohnes steht und weint, was er eigentlich selbst mit aufgerichtet hat. Aber ich will nicht mehr, dass die Mütter an der Stelle hängen bleiben. Die Mütter sollen sich jetzt erheben und sagen, hör mal, wir sind souverän und wollen nicht mehr im Gesetz des Vaters leben. Und da kommt Jesus an, der plötzlich seine Mutter als Frau erkennt. Und das Bild hatte ich gemalt. Und als ich mir jetzt überlegt habe, was ich machen soll für diese Neurotika-Fete, und da habe ich gedacht, hier vorne malst du Jesus hin, der die Möse seiner Mutter anguckt. Und hier hinten, da male ich Maria, die ein Kind gebärt, und zwar ein kleines Mädchen. Und da habe ich hingeschrieben, also eigentlich heißt es ja grammatikalisch gebiert, aber ich habe gedacht, gebiert ist einfach verschrieben besser. Also Maria gebärt sich selber, will ich damit ausdrücken. Und da will ich auch sagen, dass wir das alle müssen. Uwe gebärt Uwe, Klaus gebärt Klaus, weil das kann uns keiner abnehmen. Wir sind einmal durch die Gesellschaft gemacht worden. Das sind unsere sogenannte Biologie, aber das ist überhaupt keine Biologie. Und wir müssen jetzt sehen, dass wir, wenn wir uns selber entstehen lassen, wieder die Biologie mit reinnehmen. Und da gehört einfach die Möses, der Urgrund. Da kommt jeder Mensch raus aus der Möse einer Mutter. Da fängt das Leben an. Ja, also die Helga Götze, die ist ja für das jeder mit jedem fickt. Und für beziehungslosen Sex ist sie und für in der Studentenbewegung ist sie stecken geblieben. In ihrem Alter. Und naja, also auf jeden Fall alles ziemlich empörend. Und die aus deiner Klasse, war da eine Auseinandersetzung schon? Oder? Nee, da war nicht keine Auseinandersetzung mehr. Nee, die gemeint, ja, die Frau, die hat es ja wohl nötig gehabt, so eine Show zu machen. Also eine ist ja so auch so empört zu mir gekommen und hat gesagt, Sie haben doch schon alles gehabt, so ungefähr, jetzt können Sie uns doch auch mal was gönnen. Okay. Ich kriege das gar nicht so richtig mit, was ich da in der Kürze bringen sollte. Ja. Aber das fand ich eben gut, dass Richard auch gesagt hat, dass man wirklich was sagen muss und dann auch wieder weggehen muss. Da, mit dem Erklären, da hat noch die Friedel heute am Telefon zu mir gesagt, dann muss es ihnen doch in ihr System rein erklären. Und das nützt doch nichts mehr. Also ich bin im neuen System drin. Aber das ist noch nicht, das ist noch offen. Was heißt System zu Deutsch? Mal wieder nachgucken. Aber ich habe das immer so offen gelassen. Ich lasse sowieso alles lange offen. Denne, sehen mit System. System, Gliederung, Aufbau, Ordnungsprinzip, Lehrgebäude. Kommt aus Lateinisch, Systema, das aus mehreren Teilen zusammengesetzte und gegliederte Ganze zurück. Und was habe ich eben jetzt mit System gehabt? Ach so, ich habe noch keinen. Also ich bin im nächsten System, aber das ist noch offen. Und das steht hier aus, das aus mehreren Teilen zusammengesetzte und gegliederte Ganze. Guck mal, das ist so arbeitig. Ich bin jetzt der Souffleur von Helga. Ich bin jetzt 6000 Jahre Patriarchat. Unsere Gefühle sind für den Arsch. Unsere Lust ist für den Arsch. 6000 Jahre Patriarchat! Wirklich! Frauen auf die Barrikaden! Alles, was ich will, ist ficken. Alles, wirklich. Ich bin total, wirklich, radikal. Ich will los mit dieser Scheißkopf. Der hängt mir wirklich, der geht mir so ab. Immer ist es, Helga ist unsere Klügste. Helga ist unsere Beste. Wirklich, Mama. Ein total gestörtes Kind, wirklich bei diesen Schulen zurechtkommt, der ist wirklich total bloß noch zerschlagen. Diese scheiß Lehrer da. Ah,
Also Helga, komm bitte nach vorne und zeig uns mal die Insel Kalkinike. Wer soll denn da noch zuhören, Helga? Kalkinike, Kalkinike, weiß ich, wo die Kalkinike. Wirklich habe ich mich mal total blamiert. Ich hatte eine 1 in Erdkunde, wir kriegten einen neuen Erdkundelehrer und ich sollte auf der Landkarte und ich wusste nicht. Und jetzt weiß ich es für mein Leben, weil ich gesagt habe, das ist in Griechenland und das ist eine Halbinsel. Okay. So drei Finger, Kalkidike, so. Und dann kam ich doch keine 1 mehr verdient. Boah, ich hatte ja einen Fehler gemacht. Und wenn man Fehler macht, hat man keine 1 mehr verdient. Mama. Aber Helga, du kannst doch nicht den ganzen Tag hier rumschreien. Doch. Bobby. Was denn? Bobby, wir wollen schmusen jetzt. Bobby. Was ist denn, Helga? Wir wollen schmusen. Bobby, wie lang ist dein? Onkel Otto, das habe ich gesehen. Fabi, wirklich. Wirklich. Das war. Ja, da, das ist schön. Willst du dich mal in den Mund halten, Helga? Nee, so ist das. Das kann man immer sagen. Das ist die neue Frage. Nicht wahr, Richard? Ja. Sag auch da. So anstrengend mit ihr. Ah, ich werde nervös. Ich hab die anderen Bilder nicht mitgebracht, weil ich dachte, Achim, der wird denn. Jetzt verschande ich hier. Ich möchte zur Verfügung stellen, die ist besser als der.
Nee, Achim, der wird ja nervös, aber ich weiß irgendwie. Das sind die Dinger, die ich immer auf der Straße habe. Leise rieselt der Schnee, still und starr ruht der See. Weihnachtlich glänzet der Wald, freuet euch, fick. Und da können wir auch sagen Christkind, weil ich bin nämlich ein Christkind und ihr seid auch Christkinder und dann können wir uns hier auf der Erde treffen. Ist doch total lang. Also, so wollte ich gar nicht anfangen. Achim, kann ich jetzt anfangen? Ja, ich sag sonst immer warme Worte. Aber ja, mach warme Worte. Sag warme Worte. Ich habe mich durch die Helga vor 2 Jahren wirklich anrühren lassen und finde es eine Sauerei, dass also auch jetzt wieder in Holland eine Zeitschrift die Helga wieder als Sexoma vermarktet hat, was ich unheimlich schlecht finde. Und ich finde es so eine Leistung. Intellektuelle Freunde von mir haben gesagt, die Bilder, die sie gesehen haben, Kunst kommt vom Können. Für mich sehe ich da etwas anderes, dass Helga einen anderen Weg geht, der anrührt, wer es will. Und ich finde es toll, Helga, dass du den Weg auch unbeschadet weitergehst. Und ich glaube, dass jemand, der fast eine Schamanin ist, brauchen wir alle vielleicht noch eine längere Zeit, dem Weg zu folgen. Auch wenn wir manche Dinge, die dir Helga sagt, nicht so erstmal annehmen können, wie sie meint. Und ich danke dir, dass du gekommen bist und du siehst, du hast eine Riesengemeinde. Vielen Dank. Die haben gesagt, da kommt Herr Kurs aus der DDR, der wird Witze erzählen. Dafür bezahlen die Leute auch gerne 20 Mark. Aber sie wollen ja alles verändern. Und da haben die plötzlich Angst um ihren Besitzstand gehabt. Es gibt kein Publikum für mich. Ihr seid das erste Publikum wirklich seit Jahren, was ich habe. Vom Kuder weggeholt hat. Die Anna hat es da jetzt miterlebt. Nachher lese ich euch das Gedicht vor, was ich da gerade so. Wer ist die Anna? Da hinten die Anna. Nee, so, also ich bin ja nun unentwegt. Ich habe ein Institut, wie ihr wisst, das verpflichtet. Ich habe ein Institut für Sexualinformation. Seit 8 Jahren. Dann hat mal einer gesagt, Frau Götze, was glauben Sie, wie lange man arbeiten muss, bis man Institutsleiter ist? Ich sag, denkt ihr, ich habe nicht gearbeitet? Außerdem fängt jedes Institut mit leeren Schränken an. Wirklich, da wird ein Institut eröffnet und dann fängt man zu forschen. Und ich bin also auch am Forschen. Ich habe inzwischen 30 Aktenordner voll. Und jetzt habe ich hier 200 Bilder, so wie ihr seht und so. Und 1000 Gedichte. So, nun habe ich also unserem Bürgermeister Stoppe geschrieben, weil der mich noch nicht kennt. Also, Klose kennt mich schon. Und Willy Brandt und so, die habe ich alle schon beunruhigt. Bei Willy, da habe ich dazwischen geschrien, der hat gesagt, meine Volksgenossen, sagt der Volksgenossen, Genossen und Genossinnen, ich komme jetzt zum Schluss meiner Ausführungen. Ich rede vom Frieden. Und da habe ich gedacht, und ich vom Ficken. Noch nicht geboren, wie leidet der Mensch? Der Kern ist weich und verschwommen und die Härte drumrum. Wer bin ich denn bloß? Gegangen, gewesen, gekommen. Meine Mama, die Angst, die Hölle, das Schweigen. Ich bin doch noch klein und weiß nichts. Und wer wird mir was zeigen? Ich bin wie im Dunkeln. Der Wald macht mir Angst. Ich zimmere mir ein Gerüst und baue einen Keller ganz fest aus Beton und werde nur weich, wenn es pisst.
so. Denn drei Ströme sind nur gestattet im Patriarchat. Schwitzen, reden und saufen. Drei Ströme hat der Papa für uns. Die sind uns bis jetzt noch geblieben. Wir dürfen schwitzen beim Jogging und Schuften und transpirieren, wenn wir mal lieben. Der zweite Strom, der fließt mächtig und offen. Reden am Stammtisch, bei der Arbeit zu Hause. Die Russen, das Öl, der Schah, dieser King und die Gören, das Weib. Nur beim Schlafen ist Pause. Die letzte Strophe. Der dritte Strom, verdammt bin ich durstig, warum? Das Bier, das fließt im riesigen Fluss. Und gluck, gluck, die kleinen harten Sachen. Verdamm ich, nicht denken, nicht fühlen, sonst mache ich lieber gleich Schluss. Menschen. Und das ist eine Aufgabe. Ich bin kein Jux mehr.